begleitet uns heute zur Princess Week. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier aus dem Disneyland Paris und zur Princess Week. Und nein, wir sind nicht die ganze Woche hier zur Princess Week, aber die Princess Week ist eine Woche lang. Was haben wir heute, Daniel? Heute ist der 21. August und geht bis 28. August. Hat schon geklappt heute Morgen. Ich habe noch meinen Master noch nicht, noch nicht bestanden. Gerade nur Bachelor. Ja, wir haben aber heute Morgen das Charakterfrühstück im Plaza Gardens reserviert. Dazu wird es aber ein separates Video hier auf meinem Kanal geben in den nächsten Tagen. Ansonsten gucken wir mal, was die Princess Week so zu bieten hat. Es gibt wohl einen Snack in Victoria's und ein Mocktail, aber den gibt es nur im Auberge de Cendrillon und im Waltz. Da gehen wir heute nicht hin, also den werden wir nicht probieren können. Es ist aber ein Raya Mocktail. Ich habe den Film leider immer noch nicht gesehen. Raya. Weil er so ähnlich ist. Oder Raya wegen der Prinzessin. Was ist denn da drin? Im Raya-Cocktail. Wir werden es nie erfahren. Bestimmt wieder so Zitronengras in so einem Kacker. Wir werden es nie erfahren. Ist aber auch egal. Ist es auch egal. Ansonsten wird es wieder eine Cavalcade geben. Also wahrscheinlich der Prinzessinnenwagen. Aber Anna und Elsa werden dazu sich gesellen. Was anderes haben sie nicht. Und ja, ich glaube, das war's schon. Es gibt noch irgendwo ein Aurora-Meeting. Aurora. Wir lassen uns überraschen und alles andere werdet ihr in dem Video sehen. Und ihr fragt euch vielleicht, der Park macht ja erst um 8.30 Uhr auf, aber Reservierung ist um 8.15 Uhr. Die Leute zum Charakterfrühstück dürfen früher rein. Und da ist auch, da ist der Eingang. Genau, ihr zeigt einmal eure Reservierung und dann darf man früher rein. Also so eine leere Main Street könnt ihr tatsächlich nur sehen, wenn ihr zum Charakterfrühstück geht. Richtig cool, gut davor machen. Gerade zwei Fotos, aber sonst alles leer. Da kommen halt ein paar Menschen, der Daniel. Aber ich lieb's. Ich lieb's. Wir sind jetzt fertig mit Frühstück. Wie gesagt, das Video zum Frühstück seht ihr in den nächsten Tagen. Kurzes Fazit, war nicht berauschend. Ja, wir gehen jetzt wahrscheinlich zum Princess Pavillon und gucken mal, was noch so abgeht heute. Irgendwo müssen sich ja die Prinzessinnen heute versteckt haben. Wir sind jetzt gerade bei der Old Mill und haben den ersten Snack entdeckt. Und zwar gibt es hier diese Mousse in einer anderen Form, und zwar einmal als Arabian Nights mit Jasmin und einmal als Cinderella's Delight mit Cinderella mit Pieces of Strawberry, White Chocolate, Coconut Grenache. Und das ist im Prinzip in der anderen Mousse waren ja Ananasstückchen, hier sind es wohl Strawberries. Der Sven steht jetzt an und guckt, ob es jetzt schon gibt oder ob wir später nochmal wieder herkommen müssen. Kann ich mir noch kaputt lachen, dass ich mit Belle über das Parfum gekommen bin? Und schon das Wort ist es. Horror! Irgendwie sind wir auch nicht mit dir die Schilde, wir please remain seated until Dumbo has come to a complete stop. Step out and proceed to the nearest exit. Ich weiß gar nicht, ob ich es in diesem Video schon erzählt habe, aber wir stehen beim Princess Pavillon an und warten ja schon knapp eine Stunde über den Priority-Eingang. Bei dem anderen Eingang haben wir gehört, 4 Stunden am Princess Day. Und es gibt so Karten, die man sammeln kann. Die gibt es wohl dann auch hier drin, so Special-Karten.
im Snow White Shop, da gehen wir danach mal gucken. Dann gibt es zwei Uhrzeiten für die Parade, einmal um 12.45 Uhr und um 13.45 Uhr. Und ab 3:30 ist Aurora im Schlossgarten, also hinterm Schloss. Oh, eine Wespe. Die hat überlebt, die Maßnahmen hier im Disneyland Paris. Ja, hier gibt es sehr wenige Wespen. Was Disneyland Paris mit den Wespen macht, wissen es nicht. Und dann gibt es ja noch einen Kuchen bei Victoria's, den wir uns eigentlich mal noch angucken wollen. Für 12 Euro. Schnapper. Wir teilen uns den. Lotte und ich. Ja, wir teilen uns den. Dem Daniel ist ganz schlecht noch vom Frühstück. Der kann noch nichts mehr essen. Aurora. It's Aurora. Aurora. Oh my goodness. Oh, I can't believe it. Look at that. Can I have a big card? Yes. Thanks. Nice to see you on our first Princess Day. Ja, während der Princess Week gibt es hier so Sammelkarten. Es gibt eigentlich 8 Stück, aber soweit wir gehört haben, heute nur 4. Das sind jetzt erstmal die 4, die wir hier im Princess Pavillon bekommen haben, jeder eine von uns. Die gibt es aber noch an der City Hall und bei Fotopass-Fotografen und im Shop von Schneewittchen. Da gehen wir auch noch, weil da gibt es, ach nee, es gibt noch Schneewittchen im Shop. Gibt es mehr als 4 diese Woche. Und hinten stehen so Fun Facts. Ja, wir gehen weiter auf die Suche. Ja, wir waren jetzt hier im Schneewittchen-Shop und ja, haben Schneewittchen bekommen. Generell nochmal zum Aurora-Meeting. Sie war sehr redebedürftig heute. Sie hat sich sehr viel mit uns unterhalten, also hat sich wirklich viel Zeit genommen. Deswegen dauert das auch so ewig beim Princess Pavillon. Aber ja, war ein schönes Meet and Greet. Wir gucken jetzt immer wieder nach den Karten, gucken mal, ob die Mousse jetzt gleich noch da ist oder erstmal da ist. Und ja, dann ist bald auch die erste Parade. Ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht kommen ja auch die Prinzen, wo es ja die Prinzessin-Woche ist. Da seht ihr sie, die Mousse. Einmal mit Cinderella, das ist dieselbe wie von letztem Jahr. Hier haben sie wahrscheinlich noch übrig gehabt. Schokolade und Jasmin. Ich bin sehr gespannt, da sollen Erdbeerstückchen drin sein unten. Also es ist wahrscheinlich wie die andere Mousse, die Daniel immer vergeblich sucht. Aber heute kann er nichts mehr essen wegen dem Frühstück und deswegen kann er die Mousse heute wieder nicht essen. Es ist ein Dilemma mit Daniel und der Mousse. Aber wir probieren jetzt mal. Hier im Fantasyland gibt es heute ein Special Meet and Greet mit Rapunzel. Sieht wirklich toll aus.
Ja, ihr habt gerade die Disney Princess Parade gesehen hier zur Princess Week. Ist ganz nett. So, Mulan ist jetzt dabei gewesen. Was ich ein bisschen komisch fand, waren diese Kutscher. Also die sahen ja total dämlich aus. Das sah ein bisschen aus wie Fasching. Ein bisschen aus wie Karneval, ne? Chauffeure. Ja, ich dachte erst, das wären die Prinzen, aber nee. Nee. So, wir gehen jetzt mal gucken, ob wir bei Victoria's diesen tollen Kuchen bekommen von Aurora. Und ansonsten haben wir jetzt nicht mehr ganz so viel auf der Liste. Es geht auch bald wieder nach Hause. Wir sind ja in 2 Wochen wieder da. So, da ist er, der Kuchen bei Victoria's. 12 Euro soll er kosten. Ich glaube, er ist schon groß. Für 12 Euro alleine werden wir den nicht essen. Wir werden es auf jeden Fall teilen. Aber für ein Bild und für The Gram, für das Video, möchten wir euch den natürlich zeigen. Ja, wir sind jetzt hier an unserem selben Platz wie letztes Jahr zur Princess Celebration. Wieder im Separé. Und ja, den habe ich euch schon draußen gezeigt. Ich nehme jetzt den Eistee. Es gibt immer noch den. Very big. How big? How big? So, da seht ihr den Aurora-Kuchen, den Charlotte Cake. Ich zeige euch den auch gleich mal, wenn wir den aufgeschnitten haben, wie er von innen aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie er schmeckt. Die anderen haben hier noch den 30. Geburtstagsdrink. Ich habe mir einen Eistee bestellt. Ich bin sehr gespannt. Aber sowas gab es hier auch noch nicht. Das ist auf jeden Fall was Neues. Aurora. Kurzes Fazit zum Kuchen. Wir fanden ihn alle durch die Bank lecker. Aber es ist trotzdem sehr mächtig. Also man kann ihn locker durch 4 Personen teilen. Sind dann 3 Euro pro Person voll in Ordnung. Also wenn ihr nächste Woche noch da seid, auf jeden Fall den Kuchen probieren. Um 2 Uhr macht das Victoria's auf und wartet auch nicht zu lang, weil Victoria's ist dafür bekannt, dass um 4 Uhr schon alles ausverkauft ist, weil man mit dem Ansturm nicht rechnen kann. Und jetzt wisst ihr ja alles hier drüber. Jetzt ist es nämlich nicht mehr. Erfasst? Komm. Wo sind wir denn? Victoria. Ja, und was ist es jetzt nicht mehr, weil wir jetzt alles wissen? Hässlich. Victoria's Secret. Oh. Oh. Der war wirklich sehr. Du hast Top Secret gesagt. Das war wieder sehr schlecht. Nein, das ist ja der Wort. Man merkt, in Deine geht es wieder ein bisschen besser nach dem Kuchen. haut schon wieder die Knaller raus. Ja. Wir gehen jetzt gleich noch kurz in den Shop und gucken uns dann um 3:30 noch bei Aurora vorbei und dann werden wir auch nach Hause fahren. Tschüss, Sikorski. Um euch noch mal zu zeigen, die Chippendale-Ohren sind zurück. Ich hoffe jetzt auch etwas länger, weil den Rucksack gibt es ja auch immer noch. Und ja, vielleicht haben sie mal aufgestockt. Kam der Chiff an. Es gibt übrigens kein dezidiertes Princess-Merch hier zur Princess Celebration. Aber ihr seht, der Rucksack ist immer noch in Hülle und Fülle da. Was haben wir noch? Die Tasse ist gerade wieder ausverkauft. Die Schüssel habe ich aber gesehen. Ja, da hängt noch ganz viel der Rucksack. Mickey, Minnie, Chippendale. Alle da. Ja, die Autogrammbücher. Also wie gesagt, es ist alles noch da. Ja, die Schüssel meinte ich. Ihr habt Ausschnitte von der Aurora-Show gesehen.
wir haben auf die Pointe gewartet, aber sie kam nicht. Eigentlich hab ich verglichen mit der Walpurgisnacht, wie man so um das Feuer tanzt, so die Hexen, so ein bisschen was. Aurora hat ihren Prinz auch zu Hause vergessen, der hat schon Feierabend. Daniel fand es verstörend. Ja, kann man machen, muss man nicht. Läuft aber gefühlt, ich glaube, 4 oder 5 Mal am Tag. Also die erste kommt um 4:30 und ich weiß nicht, in welchem Takt, schaut an meiner App vorbei. Aber ja, wenn ihr Lust habt, Aurora zu sehen, könnt ihr euch die Show auf jeden Fall angucken. Ich glaube, irgendeiner hat gesagt, die ist von 2009. So was Ähnliches gab es damals schon. Nur da hat sie mit Prinz getanzt. Da war es ja noch ein bisschen sinniger. So ist er immer allein im Kreis um das Buch getanzt, was ja eigentlich das Schwert ist. Ja, und das war das Video hier zur Princess Celebration. Wir haben leider heute keine Magic Shots gemacht. Aber der Daniel kann das auch gut mit PixArt. Ja, ist gar kein Problem. War mal selbst. Aber es gab Raya, es gab Pocahontas, es gab die 3 Bären von Merida. Und 4. habe ich vergessen. Nicht so schlimm. Ansonsten haben wir eigentlich alles gesehen von der Princess Celebration. So viel ist es ja nicht. Geht ja auch nur eine Woche. Aber ja. Muss man machen, kann man machen, muss man aber nicht. Wenn man also hier ist, ist es okay, dann ist es schön, dass was extra ist, aber deswegen hier hinkommen, nein. Nee, man hat nichts verpasst, wenn man jetzt nicht extra dafür herkommt. Ja, wir sind ja in 2 Wochen wieder da, in aller Frische. In der ganzen Truppe. Der sieht aus wie ich. Der sieht aus wie du, Leidir, ja. Aber du hast noch ein bisschen mehr Bart. Wie gesagt, wir sind in der ganzen Truppe dabei, in der David Crockett Ranch. Das wird auf jeden Fall super lustig und wir werden so viele Attraktionen fahren, wahrscheinlich wie noch nie zuvor im Disneyland. Also an einem Wochenende. Schaltet dann wieder ein und ja. Damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder.